euch bringt das Ganze gar nichts, wenn eure Einstellung nicht die richtige ist, beziehungsweise wenn ihr auch nicht das richtige Wissen habt. Da könnt ihr mir jetzt nochmal unten reinschreiben, Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit. Mit wem habe ich es gegenüber zu tun? Ich muss für mein Leben, für meine Gesundheit, muss ich in einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Und dann nochmal die Kniescheibe mit einem Stampftritt zu zerschmettern. Mir ist der Täter scheißegal. Es ist eure Pflicht sogar, um euer Leben und eure Gesundheit zu kämpfen, weil ihr habt Familie, ihr habt was weiß ich, ihr habt Verpflichtungen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal von Strongly Academy. Mein Name ist Marcel Desi und heute geht es um das Thema, ich muss oder du musst den Täter schwer verletzen, damit du sicher flüchten kannst. Es ist natürlich eine provokante Aussage, das ist mir auch klar und deswegen möchte ich mit dir auch gleich das Ganze begründen und beziehungsweise auch auf ein paar Einwände eingehen, die dann oft immer kommen, die sich da eben nicht auskennen oder vielleicht einfach eine andere Meinung haben und die werden wir jetzt alle dementsprechend durchgehen. Jetzt kommt ein kurzer Einspieler von mir und zwar haben wir jetzt eine Black Friday Aktion. Ihr erhaltet auf alle meine aktuell 27 Videokurse 50% Rabatt. Deswegen geht unten auf den Link. Ihr könnt euch dann die Programme aussuchen, welche zu euch passen aus den 27, ob ihr alleine mit Bratze trainieren wollt, ob ihr mit Partner mit Bratze trainieren wollt, ob ihr mit einem Dummy trainieren wollt, ob ihr die dreckigen Tricks lernen wollt, die der Täter machen könnte bei euch oder welche ihr auch anwenden solltet. Genauso wie benutzt man welche Alltagsgegenstände, weil es ist auch wichtig zu wissen. Als Beispiel für euch ein Pen, also ein Stift, den kann ich natürlich dafür hernehmen, wie auch andere Gegenstände. Aber zum Beispiel ein Schirm, mit dem schlage ich nicht, sondern den nehme ich wiederum als Stichwaffe her. Genauso wie mit einer Zeitung oder mit einem Buch geht man auch wieder anders dementsprechend um. Also wie benutzt man die verschiedenen Gegenstände? Genauso habe ich Selbstverteidigung am Boden, Selbstverteidigung ganz speziell für Frauen, weil die natürlich in ganz andere Situationen wieder kommen wie Männer. Also geht da unten auf den Link, schaut euch das Ganze an, nutzt die 50% Rabatt, die ihr jetzt für diese Black Friday Aktion erhaltet. Und ganz am Schluss unten ist auch noch, wer das möchte, ihr könnt euch natürlich einen Zugang zu allen Videos beschaffen. Da könnt ihr einfach eine Mitgliedschaft machen, auch dafür gibt es einen Rabatt und so habt ihr dann die Möglichkeit, all diese Sachen zu lernen mit mir und ja genau, also gleich unten klicken, jetzt geht's weiter. Als erstes gehe ich mal kurz die Einwände durch und dann gehen wir intensiv in die Details ein. Ich habe mir die Punkte hier mal eben aufgeschrieben, deswegen gucke ich hier mal kurz rüber. Also das erste Thema ist schon mal immer die Verhältnismäßigkeit, was immer in den Raum geworfen wird. Ja, wenn ich doch den Täter schwer verletze oder du machst die Technik zur Halsschlagader oder zum Kehlkopf oder du zerschmetterst ihn durch einen Stampftritt die Kniescheibe oder also oder das Kniegelenk, all diese Sachen, dann wird immer gleich gesagt, ja, einmal Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit. Darauf werden wir eingehen. Dann der zweite Punkt, was ich auch immer wieder bei mir bei bestimmten Themen in den Kommentaren lese, ist zum Beispiel, wo ich mal eine Ohrfeige oder wo ich gezeigt habe, wie eine Ohrfeige richtig geht und funktioniert. Ja, einmal du verletzt ihn ja schwer, da kann er Langzeitschäden haben oder da kann dann mit dem Kopf auf einen Steinboden aufknallen und kann dann tot sein und all diese Sachen. Das sind dann auch wieder so Einwände, warum man den Täter nicht schwer verletzen soll, braucht, muss, wie auch immer. Dann wird dann oft gesagt, ach, es gibt doch andere Möglichkeiten, was man doch machen kann, man muss das doch nicht immer so machen. Dann haben wir den Punkt, genau, das muss man nicht immer so machen, das überschneidet sich eh gleich mit dem nächsten. Dann, ich konnte meine Konflikte einmal leichter und schneller lösen, wird dann oft gesagt, da werden wir auch noch eingehen, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt, mir ist sowas noch nie passiert. Das kriege ich auch immer wieder mal zum Lesen in den Kommentaren, zum Hören seltener, weil die Leute, die ja bei mir trainieren, die haben es ja auch verstanden, um was es geht. Also es sind jetzt hier so 6 Punkte und das ist wahnsinnig wichtig, weil es geht um dein Mindset, es geht um deine Einstellung. Weil es geht nicht nur immer um Techniktraining. Ja, jetzt manche denken sich immer dann, ich habe auch ein Video, wo ich dann auf die Schläge eingehe, da gehe ich in die Praxis ein, aber manche sind immer geil, immer Praxis, Praxis, Praxis und Schlagen und was weiß ich, Action immer und die haben dann auch die meisten Klicks und so weiter.
Aber Leute, euch bringt das Ganze gar nichts, wenn eure Einstellung nicht die richtige ist, beziehungsweise wenn ihr auch nicht das richtige Wissen habt, weil dann werdet ihr auch nicht fähig sein, das, was ihr dann lernt oder lernen wollt, auch einzusetzen. Es wird nicht funktionieren. Achtung, nicht vergessen, Black Friday Aktion, 50% Rabatt auf all meine Videokurse. Jetzt unten in den Link gehen und gleich nachschauen und die passenden Programme für euch bestellen. Ich sehe das ja immer wieder in meine über 40 Jahre Erfahrung im Kampfsport, beziehungsweise weit über 30 Jahre als Trainer, ob Kampfsport oder Selbstverteidigung, sehe ich ja, wie schwierig das dann ist, egal wie gut oder schlecht oft ein Schüler ist, es dann auch unter Stress, Adrenalin in gewissen Situationen einzusetzen. Und deswegen muss man hier oben auch mitarbeiten und nicht nur das Schlagen, Schlagen, Schlagen. Okay, deswegen gehen wir auf das erste Thema ein, und zwar Thema Verhältnismäßigkeit. Ich möchte mich nur kurz fassen, aber trotzdem haben wir da ein paar Punkte auf das, was ich eingehen muss. Punkt Nummer 1 ist, es gibt im deutschen Notwehrrecht, in Deutschland gibt es im deutschen Notwehrrecht keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es gibt es nicht. Da könnt ihr mir jetzt nochmal unten reinschreiben, Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Verhältnismäßigkeit. Es gibt im deutschen Notwehrrecht, und da ist das deutsche Notwehrrecht, ich weiß nicht, ob es ganz einzigartig ist, aber auf jeden Fall eine Seltenheit, gibt es keine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Es kommt auf die Erforderlichkeit drauf an und geeignet, ob die Verteidigungsmaßnahme geeignet ist. Jetzt werden wieder die Laien sagen, warum, das ist doch das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. Es klingt für manche ähnlich, aber es ist nicht das Gleiche, es ist nicht das Ähnliche, sondern es hat rechtlich, gesetzlich gesehen eine andere Bedeutung. Und das muss man verstehen. Und jede Aussage, wenn um Verhältnismäßigkeit geht, ist, wenn wir es rechtlich sehen, falsch. So ist es. Ich gehe gleich darauf ein, auf was, nur kurz, aber ein paar Sätze, weil ich habe ja ein anderes Video, da bin ich ja schon intensiv drauf eingegangen. Aber gerade jetzt zu dem Thema muss ich es ja nochmal sagen, weil ich zu 100% genau weiß, es wird dann wieder reingeschrieben und was weiß ich immer. Ja. Es kommt als erstes mal immer auf die Situation drauf an, nicht auf den Angriff alleine, sondern es kommt immer auf die Situation drauf an. Das ist das Umfeld, ja, die Örtlichkeit, die Art und Weise, ist schon was vorgefallen, ist man alleine, ist man mehrere, ist man in Gruppen, ist mehrere Menschen außenrum, ist man irgendwo, wo am ersten Kilometer später wo Hilfe geholt werden. Also es kommt auf all diese Punkte drauf an und noch viel mehr. Und ganz entscheidend ist der Punkt, der Aggressor, ich nenne den jetzt erstmal Aggressor, nicht Täter, der Aggressor, wer ist dieser Mensch? Und das ist eigentlich das Allerentscheidendste am Schluss. Mit wem habe ich es gegenüber zu tun? Habe ich jemanden, ich habe da auch ein extra Video, ich habe das auch von jemand anderen übernommen, der tut es in 4 soziale Räume aufgreifen. Das heißt, Sozialraum 1, 2 ist dann eben gehobene Schicht, mittlere Schicht, 3, 4 ist dann Straftäter, verschiedenste Gruppierungen, wie auch immer, und dann Milieu. So. Und dementsprechend muss ich in dieser Notsituation jetzt die Entscheidung treffen. Ich muss wahrnehmen die Situation alles in 1, 2, 3 Sekunden. Und ich muss den Täter oder den Aggressor erstmal gegenüber einschätzen, in welchem Bereich wäre der. Das kann man manchmal recht einfach und manchmal nicht so einfach machen. Wo bin ich schon? Bin ich jetzt halt wo in einem super Lokal oder wie auch immer? Oder bin ich natürlich wo in einer Borzen drinnen? Borzen sagt man so in Bayern. Wo natürlich schon ein gewisses Klientel drinnen ist. Ja? Da kann man es schon schneller grob mal abschätzen. Man kann es nur grob abschätzen. Eine Garantie, die gibt es nicht. Ja? Aber ich muss für mein Leben, für meine Gesundheit, muss ich in einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Und deswegen brauche ich 1, 2, 3 Punkte Raster, wo ich zack, 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 da fällt er rein, fällt er nicht rein. Wumm, Entscheidung. Und dann reagieren, wie auch immer dann. Ja, so muss das funktionieren. Ansonsten hat Selbstverteidigungstraining keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Weil ihr könnt super Techniken lernen, wenn ihr nicht fähig seid, das dann anzuwenden, wenn es sein muss. Okay. Genau. Mit wem habe ich es gegenüber zu tun? Habe ich es jetzt aus dem sozialen Raum 1 und 2 zu tun? Dann reicht ein Wegstoßener und dann eine klare Ansage, die ich da mache, er soll sich schleichen, soll sich verpissen oder ich reiße einen Schädel runter oder was auch immer, dann ist für den eh schon genug. Dann sagt, oh nee, Klappe lieber halten und ich hau ab. Oder man gibt ihn an der Gedächtnisschellen. Ja, das reicht dann meistens auch.
Und dann hört er auf, weil Sozialraum 3 und 4, außer die haben mal zu viel getrunken und haben da ein gewisses Aggressionslevel, das muss man dann auch noch, also ich rede nicht von Stockbesoffene, sondern Betrunkene, die sind für mich immer noch extrem gefährlich, dann muss ich das auch so dementsprechend noch einordnen. So, habe ich jetzt aber, wo ich damit oder den einschätze, das ist ein Straftäter oder der kommt aus dem Milieu, was eh dann schon schwierig genug ist, weil die ja ein ganz anderes Gewalt Potenzial haben und auch vom Einstecken und allen Sachen. Aber es geht erstmal nur ums Verständnis. So, dann reicht eine Gedächtnisschelle nicht, ein Wegstoßen, das interessiert den nicht. Das ist alles ein Angriff und er wird euch angreifen und zwar gnadenlos. Und er wird euch so lange angreifen, bis er nicht mehr fähig ist dazu. Ja, das heißt, ihr müsst ihn kampfunfähig machen, ihr müsst ihn verletzen. Also entweder setzt ihn geistig aus dem Gefecht, das heißt Wurm, K.O. und er liegt dann da und ist benommen, oder ihr müsst ihn körperlich aus dem Gefecht setzen. Selbst wenn er noch vom Kopf euch verletzen oder euch angreifen wollte, dass er nicht mehr kann, weil seine Kniescheibe zerschmettert ist, weil er sein Fuß gebrochen ist, weil ihr ihn halt dementsprechend so verletzt habt, dass ihr dann die Zeit habt zu flüchten. Beziehungsweise müsst ihr auch noch rechnen, das ist der zweite Punkt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn es mit Straftätern oder Leuten aus dem Milieu zu tun hat, dass die meistens nicht alleine sind, sondern immer mehrere sind. Das heißt, auch da ist dann wieder Thema Mindset, ihr müsst den ersten sofort, das ist eure einzigste Chance, kann man eigentlich fast sagen. Vielleicht gibt es noch eine Chance danach, aber die wird dann immer kleiner und kleiner. Du hast immer noch nicht die 50% Rabatt genutzt, da wird es aber Zeit. Unten reingehen, schau dir das Ganze an, ich kann es dir nur empfehlen, schau dir die Programme an. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann mach einfach die Mitgliedschaft zu dem vergünstigsten Preis auch und du hast Zugang zu allen Videokursen und auch neuen und kommenden Videokursen, wie auch Upgrades, die es dann immer wieder gibt. Also nutze jetzt deine Chance. Ja? Und ihr wollt euch jetzt nicht freiwillig als Opfer niederprügeln lassen oder abstechen lassen, sondern ihr wollt ja um euer Leben, um eure Gesundheit, um eure Zukunft, um eure Lebensqualität kämpfen. Das heißt, ihr müsst den ersten gleich versuchen, mit einem Schlag, maximal mit zwei Schlägen, zu 100% außer Gefecht zu setzen. Dann müsst ihr am besten gleich irgendeine Waffe, ein Glas, eine Flasche, irgendwas müsst ihr schnappen. Ja, entweder ist schon einer da, sofort zweiten versuchen schwer zu verletzen. Oder eben durch das, dass ihr die Flasche habt, so ein Auftreten haben, dass die kurz ablassen und ihr vielleicht dann jetzt die Zeit habt zu flüchten. Ja, aber ihr müsst euch diesen Vorsprung schaffen. Ich könnte jetzt noch viel tiefer, da gibt es noch Beispiele und Möglichkeiten und was und wie möchte ich nicht. Ich möchte euch nur mal einfach ein Gesamtbild verschaffen, ne, warum es so wichtig ist, dass ihr die Täter schwer verletzt. Von dem hier wieder, mit wem habe ich es gegenüber zu tun und wie ist die Situation? Also da muss man es dann schon abstufen, das ist klar, ich verletze nicht jeden schwer, aber ihr braucht das Mindset und die Einstellung und ihr müsst euch mit dem Thema Gewalt auseinandersetzen, wenn ihr euch gegen Gewalt verteidigen wollt. Ihr könnt doch nicht, und das ist das Problem bei Kampfsportschulen, immer nur vom Positivsport reden, positiv mit eurem Trainingspartner, alles ist positiv, positive Werte, was ja richtig ist. Aber dann sollt ihr euch gegen einen brutalen Gewalttäter verteidigen können, den die Gesetze, den die Menschen, den deine Gesundheit, alles scheißegal ist. Ihr werdet daran zerbrechen, innerlich schon zerbrechen, wenn ihr euch nicht mit dem Thema Gewalt beschäftigt und man muss es leider auch so sagen, auch selbst gewaltbereit seid. Weil es ist natürlich was Gewalt, wenn ich einen anderen schlage. Es ist Gewalt erstmal. Es ist ja auch, wenn man es jetzt erstmal wieder gesetzlich sieht, eine Körperverletzung. Es ist nur dann keine Körperverletzung mehr, ob schwer, leicht, wie auch immer, wenn wir Notwehr handeln. Dann wird quasi diese Körperverletzung, dieses ausgeschaltet dadurch. Ja? Okay, aber das ist so erstmal natürlich Fakt. Okay, dann, genau, wichtig ist, ich mache auch keinen Täterschutz, ja, weil ich das, wie gesagt, ja, du verletzt doch den Täter. Und dann, nein, mir ist der Täter scheißegal, ganz ehrlich, mir ist es scheißegal. Ein Täter muss ja bewusst sein, wenn er jemand anderem was antun muss, dass er sich das nicht gefallen lässt. Er rechnet damit, weil er sich ein Opfer sucht, dass da wenig Gegenwehr oder gar keine Gegenwehr kommt. Aber grundsätzlich muss er damit rechnen. Punkt aus, fertig. Das ist doch nicht mein Problem, wenn einer was von mir will. Das muss mal in euren Kopf rein. Es ist eure Pflicht sogar, um euer Leben und eure Gesundheit zu kämpfen, weil ihr habt Familie, ihr habt was weiß ich, ihr habt Verpflichtungen, all solche Dinge. Es ist eure Pflicht, alles Nötige zu tun, was erforderlich ist, um euer Leben, eure Gesundheit, eure Zukunft, all diese Sachen zu schützen, eure Rechtsgüter zu verteidigen.
So ist es dann rechtlich, gesetzlich dann eher auch dann. Naja, da geht es um die Rechtsgüter ja dann auch. Okay, gut. Also, ich mache Opferschutz und nicht Täterschutz. Und das muss auch in euren Kopf rein. Nächster Punkt. Wenn jemand sagt, es gibt doch mehrere Möglichkeiten. Ja, was heißt mehrere Möglichkeiten? Das überschneidet sich jetzt halt eh einiges gleich, was ich gerade gesagt habe. Es kommt ja immer auf die Situation drauf an und es kommt auf den mir gegenüber an. Wenn ich einen aus dem sozialen Raum 1 und 2 habe, dann habe ich sanfte Möglichkeiten. Sag jetzt mal pauschal. Ja? Wenn ich einen aus dem sozialen Raum 3 und 4 gegenüber habe oder ich schätze es ein, dass er aus dem sozialen Raum 3 und 4 kommt, dann habe ich nur brutale Möglichkeiten. Und zwar, wo ich mir relativ sicher bin, dass das funktioniert. Ein Schlag gegen die Halsschlagader, gegen den Kehlkopf, ja? Einmal ein Ohrenbrechschlag, soll ich sagen. Wo ich den anderen gleich Ohrenbrechschlag, Wumm, Ellenbogen, Ohrenbrechschlag, Kopfstoß nochmal hinterher. All diese Sachen. Und dann nochmal die Kniescheibe mit einem Stampftritt zu zerschmettern. Low Kick, sagen auch viele, ist aber technisch sehr anspruchsvoll. Können wahrscheinlich 90% keinen richtigen Low Kick. Ja? Aber solche Sachen dann, damit ich sicher bin und abhauen kann, dann flüchten kann. Also ja, gibt es mehrere Möglichkeiten, ne? Aber immer wieder von den zwei Aspekten, von den zwei Punkten her gesehen. Das muss man doch nicht immer machen, ne? Zählt zu dem Gleichen, ne? Ja, brauche ich da jetzt nicht wiederholen. Ich konnte meine Konflikte leicht und einfacher lösen. Ne? Ist das Gleiche. Wenn du sagst, du konntest es durch Reden oder durch leichtes Wegstoßen lösen, dann ist es ja super, weil mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hast du einen aus dem sozialen Raum 1 oder 2 vor dir gehabt. Dann war es ja auch die richtige Entscheidung und die richtige Lösung dann. Klar. Aber wenn du einen aus einem anderen sozialen Bereich vor dir gehabt hättest, dann hätte es nicht gereicht und dann hättest du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den kürzeren gezogen. Und da kommen wir jetzt ja gleich zu dem nächsten Punkt. Das überschneidet sich jetzt auch mit dem gleich, deswegen gehe ich da gar nicht so tief ein. Mir ist sowas noch nie passiert. Dann sei erstmal dankbar. Punkt aus, fertig. Es wird vielen Menschen in ihrem ganzen Leben nichts passieren. Also nichts Gravierendes, nichts Schlimmes. Aber es wird auch sehr, sehr vielen Menschen einiges Schlimmes passieren. Und viele Gewalttaten, wenn man natürlich die Statistiken sieht, ist ja nicht so, dass es immer Einzelpersonen trifft, sondern ab und zu ja auch immer wieder die gleichen Menschen, das gleiche Klientel, die gleichen Gruppen und so weiter. Wobei das, was so sich im Milieu abspielt, auch fehlt zum größten Teil, weil keiner vom Milieu zur Polizei geht und eine Anzeige macht und so weiter, weil wir haben ja nur die Zahlen vom Bundeskriminalamt, die ja auch irgendwie zur Anzeige gebracht worden sind, die öffentlich sind. Und wir haben ja viel, viel mehr, also viel mehr, behaupte ich jetzt, an Delikten, die gar nicht zur Anzeige kommen und die wir gar nicht als Zahlen haben. Also für mich sind es, wir haben ja grob so um die 500.000 Gewalttaten, ist jetzt einmal grob, ändert sich ja immer wieder ein bisschen und ich sage, dass wir weit über 1, 2 Millionen sind, aber es ist natürlich viele Gewalttaten im Milieu oder unter den Straftätern untereinander, das kriegt keiner mit oder es gibt auch viele Sachen, die nicht angezeigt werden. Bestes Beispiel ist auch wieder Thema häusliche Gewalt und so weiter, da wird ja garantiert der größte Teil gar nicht angezeigt. Ja? Und deswegen müssen wir mit einer viel höheren ja, Zahl eigentlich einmal klarkommen und rechnen. Aber jetzt kommen wir nochmal zu mir, ist sowas noch nie passiert. Also erstes einfach mal, sei dankbar und zufrieden damit. So, aber jetzt kommt der nächste Punkt. Das ist ja nur deine subjektive Meinung. Warum? Weil es ist ja nur dein Erlebnis. Und du bist einer von über 80 Millionen Menschen in Deutschland. Und jeder hat andere Erfahrungen, jeder hat andere Sachen hinter sich. Ja. Und das ist ja das. Deswegen, ich finde es immer so eine Frechheit von Menschen, die immer von ihrem eigenen Blickpunkt ausgehen und sagen, ja, das musst du doch nicht so machen. Das kannst du doch anders machen. Mir ist sowas noch nie passiert. Warum, war habe ich jetzt gestern wo im Social Media auf einem anderen Kanal gelesen, warum muss man überhaupt Selbstverteidigung lernen? Ja, solche Sachen. Ja, das ist ja, weil die haben es nie gebraucht, dann sollen sie glücklich sein und dankbar sein, aber dann zu Schlussfolgern, dass das alles scheiße ist und dass man das doch nicht braucht, das ist, Entschuldigung, dass ich so sage, das ist einfach nicht nur egoistisch, es ist einfach idiotisch, es ist dumm. Ja, es ist einfach dumm, sowas, ja, so eine Aussage zu treffen, ohne Hirn, ohne Sonstiges. Und leider sind es dann ja auch Menschen, die dann natürlich immer nur ihr eigenes Ding und ihre eigene Meinung und da, wo es dann natürlich oft die meisten Konflikte dann gibt, ja, weil die anderen Sachen überhaupt gar nicht akzeptieren wollen und sehen wollen, weil die ja sagen, warum? Habe ich doch gar nicht das Problem. Und das ist scheiße, sowas. Ja. Also, da muss man mal ein bisschen den Blickwinkel nach außen und nicht nur, weil ich was nicht kenne,
oder was nicht weiß, einfach sagen, na, dann ist es nicht so. Das ist Schrott. Das ist Mist. Das ist aber allgemein, ob das in Politik, ob das in privaten Dingen ist, ob das in beruflichen Sachen ist, ist überall der gleiche Mist. Ja, bei vielen Menschen leider zu viel. Da hat man viele Probleme weniger, Konflikte weniger, wenn da einige Menschen vernünftiger wären. Die immer denken, sie sind ja so vernünftig. Ja, wir haben natürlich, wenn jetzt 10 Milieustraftäter, die haben natürlich komplett eigene Lebensweise und Sichtweisen, aber es gibt ja immer die, die immer so tun, als wären sie da immer toll und was weiß ich und die Werte und am Schluss benehmen die sich so daneben, ja, und sind so respektlos und so egoistisch, wie es gar nicht anders geht. Ja, und das ist natürlich auch oft immer dann Thema, wo dann Dinge eskalieren und wo es dann auch einmal zu Gewalt übergehen kann, dann bei so einem Sachen. Und vieles ja, Thema Social Media, ist ja auch Gewalt, verbale Gewalt, ja, sowas. Das gehört genauso mit dazu. Da werden wir sogar heute halt mal noch mal zig höhere Zahlen, wenn man das auch noch wirklich mal alles detailliert ausklügeln würde, ne? Was da alles an verbaler Gewalt, an Hate und so weiter alles abgeht. Okay, gut. So, sind wir jetzt fast bei 20 Minuten. Aber wie gesagt, ich hoffe, du hast es soweit verstanden, dass es einfach Situationen gibt, dass du den Gegenüber schwer verletzen musst, damit du sicher aus dieser Situation rauskommst, flüchten kannst, zu deinen Liebsten, zu deiner Familie kommen kannst. Denn am Schluss, es geht um dein Leben, es geht ja auch nicht nur vielleicht um dein Leben, sondern auch um deine Familie, um deine Liebsten, wie auch immer. Es geht um deine Gesundheit in der Hinsicht, dass du keine bleibenden Schäden wie psychische und physische Schäden davon tragst. Gravieren sie meistens gar nicht die physischen Schäden, die verheilen meistens wieder irgendwann, ob das paar Wochen, paar Monate, paar Jahre dauert. Aber was dir immer bleiben wird bei den meisten Menschen, gerade die vielleicht noch sensibler sind, sind die psychischen Schäden. Und da kommen wir nämlich dann zum Thema Lebensqualität. Du schränkst nämlich dadurch automatisch dein Leben ein. Du hast natürlich mehr Ängste, dadurch gehst du nicht mehr wohin, du vermeidest gewisse Dinge. Oder du hast auf einmal Schweißausbrüche, jeder hat ja andere Symptome dann in bestimmten Situationen. Und was mit dir natürlich dann weiter wieder viel macht, dann musst du wieder zum Psychologe oder Psychologen gehen. Und all diese Sachen, also es wird dein Leben alles über den Haufen zum Teil werfen, je nachdem, wie gravierend dann diese Tat dann war. Und deswegen, je schneller und besser du handelst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erstens mal nicht körperlich verletzt wirst und dass du dann von der Psyche her damit besser klarkommst. Weil klar wird es noch in dir arbeiten, selbst wenn du heil rausgekommen bist und warst aber in einer gefährlichen Situation drinnen. Aber du wirst es immer besser und leichter und schneller verarbeiten können, als wenn du eben ein Opfer warst mit Verletzungen. Es ist so, ist Fakt. Ja. Genau. Und das kann sich auch auf deinen Beruf auswirken. Ja, dann kannst du auf einmal deinen Beruf nicht mehr ausführen, du kannst deine Familie, vielleicht dich selber, die Miete, alles nicht mehr zahlen. Und ja, du hast eine Verantwortung dir gegenüber, aber auch anderen Menschen. Also tu was für deine Verantwortung. Und deswegen habe ich ja auch meine Aktion hier noch zum Black Friday, wo du alle meine Videokurse zu 50% Rabatt erhältst. Das geht jetzt halt eben nur noch bis zum Sonntag. Ja, wenn jetzt welche das Video danach anschauen, haben wir Pech gehabt. Aber die jetzt das Video anschauen, die ja eben meinen Kanal abonniert haben und so weiter, ihr seht ja das Video gleich. Deswegen nutzt jetzt halt diese Chance und bestellt euch ein Video, wie ihr haben wollt. Ich habe 27 Videos, ob ihr dann was mit Gewaltprävention, dieses Vorbeugen machen wollt, ob ihr Schlagen, Treten lernen wollt, ob ihr dreckige Tricks, erstmal welche dreckigen Tricks kann der Täter bei euch anwenden, dass er mal überhaupt Bescheid wisst, was gibt es denn da für dreckige Tricks, aber welche müsst ihr vielleicht auch anwenden, na, wie benutze ich Alltagsgegenstände, ob das, ob ein Stift, was weiß ich, ob hier auch ein Pfefferspray. Das ist jetzt so ein Trainingsspray, weil man sollte es auch trainieren. Das benutze ich natürlich, aber das ist auch mal schnell leer oder es hat nicht die Wirkung gezeigt. Dann kann ich das ja auch wieder hier als Schlagwaffe dann dementsprechend wieder nutzen. Also all solche Sachen, das muss bei euch schon so im Kopf drinnen sein. Ich hatte jetzt ja auch, weil ich mache
Ich habe so eine Masterklasse, wo ich Online-Leute betreue, trainiere und eben auch korrigiere und so weiter. Da war jetzt halt eben auch das Thema, ein Szenario, was man erzählt hat. Und dann der erste Gedanke war, weil man gefragt hat, ja, was, wie, hin und her. Erster Gedanke war, klar, wumm, gleich was nehmen, wumm, gar nicht lange überlegen. Ja. Andere müssen da aber erst noch überlegen, weil es für denen nicht klar ist, weil denen das Wissen erstmal fehlt, dann sollte man es auch trainieren, wie geht man mit verschiedenen Gegenständen richtig um, weil mit einer Zeitung oder mit einem Buch gehe ich wieder anders um, wie mit einem Handy oder mit einem Stift oder mit einem Schirm. Manche sagen, mit dem Schirm, wenn ich mit dem Schirm hier so schlage, geht der Schirm kaputt, aber der andere lacht sich tot, also muss ich den hier als Stichwaffe benutzen. Das sind natürlich Dinge, die man wissen sollte. Oder eine Tactical habe ich jetzt nicht da, aber doch sowas habe ich da, Kubutan kann man ja nehmen, Tactical Taschenlampe sollte man im Auto haben, man sollte eh eine Taschenlampe in Auto haben, dann habe ich eine Tactical-Taschenlampe auf der Seitentür drinnen, ja, die ich dann auch gut als Schlagwaffe wieder benutzen kann. Also es sind Sachen, ihr braucht das Wissen, ne? Und das müsst ihr euch aneignen. Also nutzt jetzt diese Chance und genau, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Gebt gerne Kommentare unten rein, auf jeden Fall ein Like, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, macht es gut. Ciao.